Krise eine Renaissance der Marx-Rezeption gibt. Ist inzwischen viel geredet worden, wenn auch wenig darüber, wie viel Marx in dieser Rezeption denn überhaupt drinsteckt. Und noch weniger wurde bisher thematisiert, dass es analog zu Marx auch eine deutliche Renaissance der Rezeption Lenins gibt. Dabei ist dies beileibe kein Phänomen, das nur obskure Rentnervereine wie die MLPD betrifft, sondern sich vom postmodernen Philosophendarsteller Slavoj Žižek über den ehemaligen Spex-Chefredakteur und Pop-Linken-Liebling Dietmar Dart bis zu den antiimperialistischen Schlägerbanden des sogenannten revolutionären 3A-Bündnisses in den verschiedensten Teilen der Linken wiederfindet. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des sogenannten real existierenden Sozialismus war der diesem zugrunde liegende Leninismus eigentlich schon verdientermaßen auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet. Danach waren die Möglichkeiten, sich progressiveren historischen Vorbildern und emanzipatorischeren Formen der Kritik zuzuwenden, ungleich größer. Eine konsequente Aufarbeitung der leninistischen Vergangenheit blieb aber aus. Dass jetzt in Krisenzeiten auch in der Linken autoritäre Lösungen verstärkt Zuspruch finden, muss deshalb auch niemanden verwundern. Stattdessen gilt es, solcher Art Regressionen eindeutig kritisch entgegenzutreten. Wir wollen mit dieser Veranstaltung einen Beitrag dazu leisten und deshalb war man Witt eingeladen, bei dem ich mich jetzt schon mal bedanke, dass er gekommen ist und das Wort übergeben. Genau. Ja, danke für die Einleitung und danke für die Einladung. Wir haben heute viel vor. Ich möchte also schnell zur Sache kommen. Vorweg noch ein paar Worte, doch programmatischere Art. Also erstmal, was ich hier nicht machen möchte, um mögliche Missverständnisse zu vermeiden. Ich möchte nicht Lenin als historische Figur würdigen. In diesem Sinne interessiert es mich jetzt auch weniger in diesem Vortrag, jetzt also Lenin als historische Figur in seiner historischen Situation zu sehen und das in Verhältnis eben sein Denken zu setzen zu seiner Situation, sagen wir, im Bürgerkrieg oder so. Also das lasse ich tatsächlich außen vor. Wenn man das jetzt wollen würde, ihn als historische Figur zu bewerten, dann müsste man da anders rangehen. Und mein Interesse ist tatsächlich erstmal theoretischerer Art. Also ich möchte wirklich, dass sozusagen rausbrechen. Ich möchte, also meine Fragestellung ist, was bedeutet es heute, sich auf Leninsche Theoreme zu beziehen, wenn man damit auf die Welt losgeht. Lenins Schriften sind, waren in der Regel Polemiken in konkreten politischen Auseinandersetzungen. Auch das übergehe ich ein Stück weit. Ich systematisiere ihn stärker, als er selber systematisch gedacht hat. Also es ist gewissermaßen eine leninistische Lesart Lenins, die ich hier vorstellen will. Es gibt aber eine immanente Rechtfertigung dafür von Lenin selber, denn er schreibt, denn Lenin sieht sich als Wahrer und Wiederhersteller der wahren marxischen Lehre. Das ist also in vielen Schriften so sein Anliegen, also dass er dann immer aufzählt, wer da alles davon abgekommen ist und dass er das jetzt sozusagen wieder in sein Recht zurückbringen will. Und über diese Lehre schrieb Lenin 1913: Die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist. Sie ist in sich geschlossen und harmonisch. Sie gibt den Menschen eine einheitliche Weltanschauung. Das heißt also auch, wenn Lenin das jetzt versucht, sozusagen wiederherzustellen, diese vermeintlich einheitliche Weltanschauung von Marx, gibt es ja darüber vermittelt dann doch wieder sowas wie einen systematischen Anspruch. Und insofern halte ich es für legitim, ihn so zu systematisieren. Und pragmatischer Grund ist ganz einfach, nur mit der Unterstellung eines solchen systematischen Anspruchs, nur indem ich das im Zusammenhang darstelle, kann ich das überhaupt auch im Zusammenhang kritisieren. So. Was ich auch nicht machen möchte, ist irgendeine Form von Identitätspflege, sondern ich möchte vielmehr versuchen, einen Beitrag zu leisten zur Selbstkritik der Linken. Das ist in diesem Ankündigungstext auch schon angeklungen, weil ich glaube, das wäre vielleicht auch ein schönes Thema für eine Diskussion, dass diese Art des Denkens sich, weiß Gott, nicht bloß bei explizit leninistischen Gruppen findet, sondern weit darüber hinaus. Und es ist dezidiert auch kein antikommunistischer Vortrag. Es ist blöd, dass es dazu sagen muss, irgendwie auch bei den veranstaltenden Gruppen, scheint eigentlich offensichtlich, aber ich habe den Vortrag schon öfter gehalten und dann kamen solche Anwürfe. Das ist der erste Teil, das ist wirklich jetzt so ein bisschen eine kleine Friemelei, das ist auch der anstrengendste Teil, der ist am meisten Konzentration fordert.
das ist sozusagen, also genau, ach so, kurz zu diesen Zetteln, also man sieht da, das ist eine Gliederung gleichzeitig und eben sind Zitate, ich werde dann darauf hinweisen, wenn ich da Sachen von zitiere. Also jetzt der erste Teil zum undialektischen Materialismus Lenins, man könnte auch sagen zum erkenntnistheoretischen Amoklauf Lenins. Also das Folgende bezieht sich auf seine Schrift Materialismus und Empiriokritizismus. Also was ich machen möchte, ist Lenin in diesem Vortrag immanent zu kritisieren. Das heißt, ich nehme erstmal seine Voraussetzungen hin und versuche sie weiterzudenken und zu gucken, was dann passiert. Ich werde also jetzt auch in dieser die Begriffsverwendung, die er in dieser Schrift hat, erstmal hinnehmen und jetzt nicht irgendwie noch anfangen aufzuarbeiten, inwiefern das vielleicht unsinnige Begriffsverwendung ist. Zum Beispiel, wie er Dinger sich als Unterscheidung verwendet und so weiter. Egal, sei hier außen vor. Also so das erste Zitat, mit dem ich einsteigen möchte, ist, steht auch auf dem Zitatenzettel. Also Materie fasst Lenin als, Zitat, eine philosophische Kategorie zur Bezeichnung der objektiven Realität, die den Menschen in seinen Empfindungen gegeben ist, die von unseren Empfindungen kopiert, fotografiert, abgebildet wird und unabhängig von ihnen existiert. Also, ja, jetzt wird der Zettel noch verteilt, das ist ein bisschen schade. Dann lese ich es nochmal langsamer vor vielleicht. Also Materie fasst Lenin als, Zitat, eine philosophische Kategorie zur Bezeichnung der objektiven Realität, die dem Menschen in seinen Empfindungen gegeben ist, die von unseren Empfindungen kopiert, fotografiert, abgebildet wird und unabhängig von ihnen existiert. Den Herausgebern des Bandes der Lenin-Werke, in dem sich jetzt diese Schrift findet, also den Herausgebern aus der DDR, gilt das als die klassische Definition der Materie, so schreiben sie in ihren Vorbemerkungen. Und definieren, das heißt nun nach Lenin selbst vor allem, einen gegebenen Begriff auf einen anderen, umfassenderen zurückzuführen. Und das heißt hier, die Materie wird zurückgeführt auf den Begriff der Realität und dann wird Realität nochmal eingeschränkt auf die mit dem Prädikat objektiv auf die objektive Realität. Also diese Nebensätze gehören jetzt nicht zur eigentlichen Definition, die sind nur nähere Bestimmungen der zuvor definierten Materie. Also kommt es erstmal auf den Satz Satzteil davor an. Und es hat diese Definition nur dann überhaupt ein Gehalt, wenn es auch eine nicht objektive Realität gibt. Denn sonst wäre ja objektive Realität und Realität ein und dasselbe und dann wäre das eigentlich ein tautologischer Austausch von Spielmarken. Also dann wird das unbestimmte Wort Realität einfach ersetzt durch das genauso unbestimmte Wort Materie und damit ist überhaupt nichts gesagt. So, und ich reite jetzt deshalb da so drauf rum, weil Lenin immer wieder versucht, eben diese subjektive Realität zu leugnen, weil er die Eigenständigkeit der Erkenntnissubjekte gerne durchstreichen möchte. Und wie ich zeigen werde, muss er die Existenz einer subjektiven Realität gleichzeitig immer wieder zugestehen. Und er schwankt also beständig zwischen der Anerkennung und der Leugnung eben einer subjektiven Realität. Und ich würde einfach empfehlen, im Hinterkopf zu behalten, dass wann immer er das tut, wann immer er subjektive Realität leugnet, er seinen Begriff von Materie entleert. Und entgegen seiner eigenen Absicht hat er in der oben angeführten Definition auch schon die Existenz einer subjektiven Realität implizit positiv behauptet, nämlich indem er den Erkenntnisprozess als Abbildungsprozess beschreibt. Denn darin unterscheidet er zwischen der Abbildung und dem Abgebildeten und damit wiederum zwischen subjektiver und objektiver Realität. So. Zweitens macht jetzt Lenin, da sind wir beim zweiten Zitat, zwei philosophische Richtungen aus in der Grundfrage, was als primär und was als sekundär, in der erkenntnistheoretischen Grundfrage, was als primär und was als sekundär anzuerkennen ist. Erstens den Idealismus, der den Geist, das Bewusstsein, die Empfindung als das Ursprüngliche nimmt. Und zweitens den Materialismus, der die Natur, die Materie als das Ursprüngliche nimmt. Also jetzt kein Geheimnis, welcher Seite da jetzt Lenin zuneigt. Aber zunächst mal möchte ich festhalten, dass ich das für eine falsche Alternative halte, weil er im Grunde genommen Lenin die nur zur Wahl stellt, zwei Sorten von Mystik. Und die erste Sorte, also der Idealismus, das würde ausgehen von einem idealistischen Übersubjekt, dessen Denkinhalte schon die Wirklichkeit sind. Denn sonst müsste die Erkenntnistätigkeit des Subjektes eine außer ihm liegende materielle Voraussetzung haben. Das hieße dann, der Ursprung der Erkenntnis könnte nicht nur auf Seiten von Geist, Bewusstsein und Empfindung
liegen. Also sprich, es muss sozusagen schon Gegenstände geben, die dann im Denken erfasst sind. Also sozusagen, es darf keine Gegenstände geben, die dann erst denkend erfasst werden oder per Empfindung erfasst werden. So, und deshalb muss es in eins fallen. Und zweitens, die zweite Variante, was er jetzt sozusagen als Materialismus definiert, das würde wiederum ausgehen von einer Übermaterie, die aus sich selbst heraus die Erkenntnis von sich schöpfen müsste. Und das würde darauf hinauslaufen, dass die Materie das erkennende Subjekt selber ist. Und das werde ich dann, diese Variante werde ich dann noch ein bisschen durchspielen. Also man kriegt schon hier eine Ahnung davon, ne? Also Lenin ist ja nun, also, na gut, komme ich noch dazu, aber also mit der Dialektik ist nicht so weit her. Also beide Positionen sind unhaltbar, beide müssen sich in Selbstwidersprüche verstricken und denkt man sie immanent weiter, gerät man in ein endloses Schwanken zwischen der Behauptung der jeweiligen Position und ihrer Negation. Aber zunächst noch ein paar weitere Bemerkungen dazu. Also aufschlussreich ist hier schon mal so, um so erstmal Indizien zu sammeln, was behandelt Lenin als Synonyme? Das ist zum einen Geist, Bewusstsein und Empfindung. Und das wird er auch tatsächlich durchhalten. Er wird da keinerlei Unterschied benennen wollen. Lenin differenziert nicht zwischen Wahrnehmung und Denken. Und er behandelt alle diese Begriffe Geist, Bewusstsein und Empfindung als im Grunde genommen austauschbare Namen für ein nicht näher unterschiedenes Subjektives. Und das fasst er dann auch ganz gerne einfach schlecht hin als das Psychische zusammen. Und darunter fällt dann auch die Anschauung, die sinnliche Anschauung. So, und zweitens setzt er in eins Natur und Materie. Auch das ist bemerkenswert. Das hat dann auch den niederländisch-deutschen Rätekommunisten Anton Pannekoek dazu gebracht, von Lenins Naturmaterialismus zu schreiben. Im Grunde genommen kann, und das werde ich später nochmal genauer versuchen zu zeigen, Lenin Natur und Gesellschaft und Geschichte, also Natur auf der einen Seite und Gesellschaft und Geschichte auf der anderen Seite nicht unterscheiden. Und er muss eigentlich Gesellschaft naturalisieren. Und im Endeffekt bricht dann Lenin herunter die philosophische Auseinandersetzung zwischen Materialismus und Idealismus auf den Ausdruck des Klassenkampfes, wobei auch das ist wenig überraschend, der Materialismus auf der Seite des revolutionären Proletariats zu finden ist. Also nach Lenins Vorstellung hat man nicht abzuwägen zwischen Idealismus und Materialismus, sondern parteilich in der Philosophie zu sein. Und in diesem Duktus loben auch die Herausgeber vom Institut für Marxismus, Leninismus in ZK der SED, jetzt dieses Bandes der Leninwerke wiederum, seine Schrift als Zitat, Musterbeispiel bolschewistischer Parteilichkeit im Kampf gegen die Feinde des Marxismus. So, und da sich Lenin nun für den einseitigen Materialismus vorentschieden hat, muss er behaupten, dass die Erkenntnis unmittelbar aus der Materie entspringt. Ließe man das so uneingeschränkt stehen, müsste man annehmen, dass alle Materie und damit die ganze Natur beseelt und begeistert wäre. Damit wäre aber der Materialismus wiederum untergraben, für den sich doch Lenin gerade einsetzt. Er muss also annehmen, dass sich das Erkenntnisvermögen nur in einer bestimmten Materie begründet ist. Und so schreibt er dann auch, dass die Empfindung, der Gedanke, das Bewusstsein das höchste Produkt der in besonderer Weise organisierten Materie sei, nämlich der organischen Materie. So, fehlt jetzt aber der unorganischen Materie jede Möglichkeit, die Fähigkeit zur Empfindung und Reflexion zu entwickeln, so könnte dieses Vermögen der organischen Materie kein Resultat ihres Materieseins sein, sondern allein ihrer Bestimmtheit als organisch. Dann wäre aber nicht mehr die Materie selbst Ursache der Erkenntnis, sondern zu ihr müsste von außen noch etwas hinzukommen. Um das zu vermeiden, muss Lenin also behaupten, dass diese Fähigkeit zur Empfindung und Reflexion aller Materie zumindest potenziell der Möglichkeit nach zukommt. Und das bringt ihn dann darauf, Zitat, in den Grundstein des Gebäudes der Materie die Existenz einer Fähigkeit, die der Empfindung ähnlich ist, anzunehmen. Konkreter nimmt er an, dass der Materie im Allgemeinen die Eigenschaft der Widerspiegelung zukomme. Aber auch da schließt sich dann gleich wieder die Frage an, wodurch wird jetzt diese Eigenschaft der Widerspiegelung zur Eigenschaft der Empfindungs- und Erkenntnisfähigkeit bestimmt?
Und jetzt kann Lenin natürlich, kann und will Lenin hier kein Subjekt einführen, was das tut, was diese Bestimmung vornimmt. Er will das nicht, denn er müsste ja religiös argumentieren, er müsste eine Art Schöpfergott da einführen. Und er kann es nicht, weil dann wieder das Psychische dem Materiellen vorgeordnet wäre, was er Psychisches nennt. Und wenn das sogenannte Psychische dem Materiellen vorgeordnet wäre, dann würde das wieder einen Umschlag in den Idealismus bedeuten. Also ist die einzige noch mögliche verbleibende Antwort, die man geben könnte, die Lenin allerdings schuldig bleibt, weil er das soweit nicht durchspielt. Die einzig verbleibende Antwort ist, die Materie bestimmt sich selbst zur empfindungs- und erkenntnisfähigen Materie. Lenin immanent. Wohlgemerkt, das ist nicht meine Meinung. Dazu darf sie auch keine äußere Instanz anregen, sonst wäre in dieser Hinsicht wieder das Ideelle dem Materiellen vorgeordnet und so weiter. Also konsequenterweise muss Lenin, die Materie denken, als sich selbst aus Freiheit zur empfindungs- und erkenntnisfähigen Materie bestimmt. Und mit der philosophischen Tradition müsste man sagen, die Materie ist die Vernunft damit. Und man sieht an dieser Stelle, Lenins einseitiger Materialismus schlägt um in den absoluten Idealismus. Und nun, also Lenin schreibt generell gerne vom ABC, von diesem und jenem, ABC des Marxismus und so weiter. Und so schreibt er auch vom ABC des Materialismus. Und ein Buchstabe in diesem ABC, ein weiterer, das ist die Behauptung, dass es zwischen der Erscheinung und dem Ding an sich absolut keinen prinzipiellen Unterschied gäbe. Also er meint damit jetzt einfach mit Erscheinung und Ding an sich, also das, wie uns die Welt halt so erscheint, indem wir sie sinnlich wahrnehmen und oder über sie nachdenken, das unterscheidet er, wie gesagt, nicht. Und das Ding an sich ist, wie die Dinge halt sind, bevor wir sie wahrnehmen und über sie nachdenken. So. Und er sagt, dazwischen gibt es absolut keinen prinzipiellen Unterschied. Wie die Welt an sich in ihrer Gesetzmäßigkeit sei, so werde sie von der Empfindung oder dem Bewusstsein, dem Geist, ist für ihn wurscht, wiedergespiegelt. Das heißt, kopiert, fotografiert, abgebildet. Wo Lenin das Erkenntnisvermögen zur Eigenschaft der Materie herabsetzen wollte, tritt die Materie nun einem von ihr unterschiedenen Subjekt als Außenwelt gegenüber. Um das Subjekt nun aber zumindest als Sekundäres behaupten zu können, ist Lenin bemüht, seine Passivität zu betonen, also des Subjektes, sei nicht anders können. Und er versteigt sich sogar dazu, alle Inhalte der sinnlichen Anschauung und des Denkens auf eben diese Widerspiegelung einzugrenzen. Und das ist die Nummer 3 auf dem Zitatenzettel. Da schreibt er, die Welt ist die gesetzmäßige Bewegung der Materie, und unsere Erkenntnis als höchstes Produkt der Natur ist nur imstande, diese Gesetzmäßigkeit wiederzuspiegeln. So, dagegen ist Folgendes zu sagen. Also erstens, Denkinhalte sind nicht reduzierbar auf eine noch so große Summe von einzelnen Bildern. Also man kann noch so viele dreieckige Gegenstände wahrnehmen, ohne dass man jemals zu einem Begriff des Dreiecks kommt. Und wenn man jetzt mit Lenin mitgehen würde, dann müsste man annehmen, dass sogar die mathematischen Formeln der Physik schon in der Materie drinstecken selbst und dass sie nicht irgendwie das Werk der denkenden Subjekte sind. Und wäre Erkenntnis eben bloß Widerspiegelung der Außenwelt, dann wären Wahrnehmung und Denken eben ununterscheidbar voneinander. Das habe ich schon erwähnt. Und dann könnte Lenin diesen Text auch gar nicht geschrieben haben, weil immerhin diese Form des Textes, der Sprache, das verdankt sich ja schon der Reflexion, schon dem Abstand, der Differenz vom Gegenstand, ja, dass man über ihn sprechen kann. Und dann finde ich besonders amüsant, dass er schreibt von Widerspiegelung der Gesetzmäßigkeit, nicht nur der Gesetze. Das heißt also, im Grunde genommen gibt es ja auch gar keine Reflexionsstufen. Also gar nicht so, dass sozusagen die Gesetzmäßigkeit, das wäre ja noch was über den Gesetzen stehen würde. Sozusagen das Gesetzliche der Gesetze oder so. Und das fällt bei ihm alles in eins. Er kann im Grunde genommen diese überhaupt keine Form von Reflexion denken, sondern er drückt das alles zu einer Ebene zusammen. Und im Grunde genommen müsste dann auch die Gesetzmäßigkeit der Sinnlichkeit, nicht nur die Gesetze, sondern sogar die Gesetzmäßigkeit der Sinn, sozusagen den Sinnen unmittelbar zugänglich sein, wenn das dann stimmen würde.
Und Lenin schreibt auch nicht mal, was er eigentlich meint. Er kann das auch vielleicht auch nicht schreiben. Oder doch kann er. Aber er schreibt ja eben von der Tätigkeit des Fotografierens und des Kopierens. Und das setzt ja allemal ein Subjekt heraus. Also jemanden, der oder die kopiert und fotografiert. Also jetzt bei Widerspiegelung oder Abbildung ist nicht so das Problem. Das könnte jetzt auch das Spiegelbild im See sein oder sowas. Also aus Versehen hat er schon die Passivität als Aktivität beschrieben, das vermeintlich Unmittelbare als vermittelt benannt. Und um jetzt diese Konsequenzen zu vermeiden, muss Lenin die Ununterschiedenheit von Ding an sich und Erscheinung wieder relativieren. Das hat sich ja schon darin angekündigt, dass er auch geschrieben hat von einem absolut nicht prinzipiellen Unterschied. Ein solcher absolut nicht prinzipieller Unterschied kann nur noch ein gradueller oder quantitativer sein. So, also Lenin kennt eben als zumindest vermeintlich orthodoxer Marxist die Forderung, Materialismus hat dialektisch und nicht mechanisch zu sein. Er ist auch bemüht, dieser Forderung nachzukommen. Jetzt fragt sich aber, was versteht Lenin unter Dialektik? Oder zumindest, was hält er für dialektisch an seiner erkenntnistheoretischen Konzeption? Also für dialektisch hält er eben diese graduelle Unterscheidung, von der ich gerade gesprochen habe, zwischen Ding an sich und Erscheinung. Und in seinen Worten handelt es sich dabei um eine Unterscheidung, und das ist sehr bemerkenswert, zwischen relativer und absoluter Wahrheit. Das heißt also, Wahrheit ist für Lenin das, was die objektive Realität an sich ist. Die Qualität eines Urteils, ja, wahr zu sein, die Qualität eines Urteils über die objektive Realität, in welchem Subjekt und Objekt in einem spezifischen Verhältnis zueinander stehen. Also, ein Subjekt sagt über Objekt etwas aus und diese Aussage ist dann wahr oder nicht. Also das wird von Lenin verdinglicht zur Eigenschaft der Objekte selbst. Und das ist auf Grundlage seines einseitigen Materialismus in der Tat nur konsequent. Denn würde er zugestehen, dass die Welt und das Urteil über sie nicht zusammenfallen, dann könnte er ein aktives Erkenntnissubjekt nicht mehr leugnen und dann müsste er seine Widerspiegelungstheorie aufgeben. Also die relative Wahrheit, das ist für Lenin die Welt, wie sie uns erscheint, wie wir sie wahrnehmen und wie wir über sie denken. Und die relative Wahrheit ist selber absolut, aber sie ist unvollständig. Also er schreibt dann, die Gegenstände unserer Vorstellungen unterscheiden sich von unseren Vorstellungen, das Ding an sich unterscheidet sich von dem Ding für uns, denn letzteres ist nur ein Teil oder eine Seite der ersteren. Also das heißt, das ist dann schon gesetzt, also das wird dann auch später kommen, ne? Also er muss dann jetzt irgendwie, wenn das nur so eine Frage von Menge ist, ja, also sozusagen, ich muss halt dieser relativen Wahrheit, ich muss genug relative Wahrheit aufhäufen und so weiter, dann kommt da eine Reihe von Problemen. Also diese Unterscheidung zwischen Ding an sich und Erscheinung darf wiederum nicht im Subjekt selbst begründet sein, denn sonst verdanken sich die Bewusstseinsinhalte nicht einfach einer Widerspiegelung, sondern setzen ein aktives Moment auf Seiten des Subjektes voraus. Die Materie muss von Lenins Voraussetzungen her also so beschaffen sein, dass sie selbst eine Erscheinung von sich hervorbringt, die aber unvollständig ist. Wäre das jetzt wieder uneingeschränkt gültig, wäre der Unterschied zwischen Erscheinendem und Erscheinung wieder ein prinzipieller und nicht ein gradueller. Und jetzt ist Lenin also gezwungen, um das zu vermeiden, eine historische Fortschrittstendenz zu konstruieren, in der sich also die relativen Wahrheiten der Absoluten immer weiter annähern. Jetzt gehen die Probleme aber weiter, denn würde der Umfang der relativen Wahrheiten, würde er jemals die absolute Wahrheit erreichen, wäre Lenin in einem Selbstwiderspruch drin. Denn dann wäre die Unterscheidung zwischen absoluter und relativer Wahrheit selbst historisch relativ. Sie wäre nur gültig bis zur Erreichung dieses höchsten Punktes. Und das hieße, was vorher wahr ist, ist nachher nicht mehr wahr. Das ist was anderes als bloß ein quantitatives, da kommt etwas hinzu. Sondern das tatsächlich, ironischerweise das, was dann im Traditionsmarxismus, da wird ja dann immer gerne, wenn man von Dialektik spricht, da werden so Gesetze aufgeschrieben, Dialektik ist das, 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 das. Und dann ist immer die Rede von Umschlag von Quantität in Qualität und ironischerweise fällt Lenin hier genau diesem Umschlag zum Opfer. Also zudem möchte Lenin dann die objektive Realität nicht als endliche Summe unveränderlicher Gegebenheiten behaupten. So kommt er also zu dem Urteil, dass die äußere Natur und ihre Gesetze nie restlos erkannt werden können.
hat jetzt aber die, das ist jetzt aber, dann wird's noch absurder, hat jetzt die absolute Wahrheit einen unendlich großen Umfang, dann kann man noch so viele relative Wahrheiten ansammeln, man erreicht die absolute Wahrheit nie. Und das heißt, gegen die Unendlichkeit geht jede beliebig große Summe relativer Wahrheiten immer gegen Null. Damit gibt es zwischen Dingen an sich Unterscheidungen dann eben doch wieder einen prinzipiellen Unterschied. So, und wenn du nach Lenins Voraussetzung die Materie selbst mit absoluter Notwendigkeit ein unvollständiges, aber richtiges Bild von sich hervorbringt, und wenn der Mensch dieses Bild nur aufnimmt, dann ist die subjektive Realität geleugnet, die bereits in Lenins Definition der Materie implizit behauptet war. Jede relative Wahrheit wäre demnach zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt absolut, sodass alle Menschen auf dieselbe, Weise eben diese Wahrheit erkennen müssten. Und sind nun die Individuen derart zu Registriermaschinen heruntergebracht, dann kann keine Täuschung mehr gedacht werden. Also dann wäre eben, wie Marx betont, alle Wissenschaft überflüssig, weil dann Erscheinungsform und Wesen der Dinge unmittelbar zusammenfielen. Bitte? Verstehe ich nicht. Gut, wie dem auch sei. Also viele das unmittelbar zusammen, dann wäre der Zweck dieses Textes nicht mehr erklärbar und insbesondere überhaupt nicht, was Lenin in seinen Schriften am allerprominentesten umtreibt, und das ist der Kampf gegen Abweichler. Zugleich gesteht Lenin aber zu die Möglichkeit von Täuschung, indem er nämlich Praxis als Mittel einführt, um Abbilder einer Probe zu unterziehen. Als Beispiele für Praxis nennt er dann das Experiment und die Industrie. Also er denkt eher an so einen kollektiven Prozess von Try and Error und nicht so an so eine individuelle Abbildprobe. Zugleich aber wertet Lenin die kollektive Praxis als Beleg für sein Widerspiegelungstheorem, und das geht so, Zitat: Die Herrschaft über die Natur, die sich in der Praxis der Menschheit äußert, ist das Resultat der objektiv richtigen Widerspiegelung der Erscheinungen und Vorgänge der Natur im Kopfe des Menschen, ist der Beweis dafür, dass diese Widerspiegelung in den Grenzen dessen, was uns die Praxis zeigt, objektive, absolute, ewige Wahrheit ist. Weder die Möglichkeit von Praxis als Naturbeherrschung noch die der Täuschung kann Lenin erklären. Und weil er das nicht erklären kann, nimmt er sie unmittelbar aus der Empirie auf. Er kann es deshalb nicht erklären, weil er eben subjektive Realität streichen will, weil er nicht zugeben möchte, dass beides einen Moment von subjektiver Freiheit voraussetzen würde. Und zwar einmal Freiheit im theoretischen Erkennen, dass also sozusagen ich nicht, eben, wie er das behauptet, einfach nur widerspiegele, als eben auch Grund dafür, dass es möglich ist, sich zu täuschen. Und zweitens eine Freiheit des Willens. Das ist die Voraussetzung von Praxis als Naturbeherrschung. Und jetzt ist das bitteschön aber nicht so zu verstehen, wir können alle machen, was wir wollen, sondern es ist erstmal eine Freiheit in der Wahl von Zwecken und von dafür angemessenen Mitteln. Es ist aber, diese Freiheit meint aber, weiß Gott nicht, Freiheit von Nötigung. Sondern im Gegenteil, die Nötigung kann erst erklärt werden vor dem Hintergrund dieser, in der Philosophie würde man sagen, transzendentalen Freiheit. Und als tabellarischer Verstand mit einem Wort von Hegel zerlegt Lenin seine Gegenstände generell gerne in sauber voneinander abgegrenzte Über- und Teilbereiche. Und in der hier besprochenen Schrift bildet der Materialismus im Allgemeinen die Überabteilung. Und dann gibt es die Unterabteilung dialektischer Materialismus und historischer Materialismus. Den sogenannten dialektischen Materialismus haben wir schon abgefrühstückt. Was bleibt, ist also nur noch der historische Materialismus. Also ist erstmal klar, es ist eine Unterabteilung des Materialismus überhaupt. Was für den Materialismus überhaupt gilt, muss auch für den historischen Materialismus gelten. Also schreibt dann Lenin eben auch, das gesellschaftliche Sein bestehe unabhängig vom gesellschaftlichen Bewusstsein, welches ein annähernd getreues, ideal exaktes Abbild des Ersteren sei. Das heißt, auch die Gesellschaft betreffend behauptet Lenin eine Einheit von Sein und Bewusstsein.
Und an einer anderen Stelle, da betrachtet er sie dann aber doch wieder als getrennt und dann schreibt, heißt es bei ihm, dass das gesellschaftliche Bewusstsein, das gesellschaftliche Sein nur annähernd genau widerspiegele. Und zwar deshalb, weil die kapitalistische Gesellschaftsformation zu kompliziert und ihre Entwicklung zu unüberschaubar sei. Das ist für Leute, die ein bisschen das Kapital kennen, von Fetisch ist hier keine Spur. Also indem Lenin einen so verstandenen historischen Materialismus als Teilbereich seines Materialismus überhaupt betrachtet, zerrinnt ihm die Unterscheidbarkeit von Natur und Gesellschaft. Für beide gleichermaßen behauptet Lenin die Gültigkeit seines Lehrsatzes, dass die Außenwelt unabhängig von unserem Bewusstsein existiert. Und das ist ja nun offensichtlich Blödsinn, weil er die Einzelnen mit ihrem Bewusstsein eben gerade die Gesellschaft reproduzieren müssen. Wie es Adorno richtig auf den Punkt bringt, erklärt Lenin derart, gegen seine Intention den Bankrott vor einer Realität, die auf der gegenwärtigen Stufe nicht anschaulich gegeben ist, sondern funktional, abstrakt in sich. Indem Lenin die kapitalistische Gesellschaft als ein absolutes Jenseits des Denkens und Handelns der Individuen behauptet, macht er diese Gesellschaft zu einem Gott. Und indem er die Individuen zu Registriermaschinen macht, naturalisiert er ihre Kapitulation gegenüber der schlechten Realität des kapitalistischen Ganzen. Also man sieht, ich komme jetzt langsam zum Ende dieses schwierigsten Teils, man sieht, Denken im Rahmen der leninischen Dogmen, das bedeutet ein ständiges Schwanken zwischen den Extremen. Einmal Unmöglichkeit, dann wieder Möglichkeit von Täuschung. Einmal materialistischer Monismus, wo alles zusammenfällt, dann Dualismus von Materie und dem Psychischen. Einmal Unterschied von Dingen an sich und Erscheinung, dann wieder Einheit von Dingen an sich und Erscheinung und so weiter und so fort. Also jetzt in seinen Begrifflichkeiten Dingen an sich und Erscheinung. Also er behauptet einmal das eine, dann behauptet er das Gegenteil, ohne beide Seiten je zusammenzuführen. Und wo ihm das auffällt, ist er bemüht, den Widerspruch durch die Zerlegung in Hinsichten abzuhalten. Zum Beispiel, Zitat, freilich ist auch der Gegensatz zwischen Materie und Bewusstsein nur innerhalb sehr beschränkter Grenzen von absoluter Bedeutung, im gegebenen Fall ausschließlich in den Grenzen der erkenntnistheoretischen Grundfrage, was als primär und als sekundär anzuerkennen ist. Außerhalb dieser Grenzen ist die Relativität dieser Entgegensetzung unbestreitbar. Darin drückt sich, entgegen Lenins gesinnungsmäßigen Bekenntnis zur Dialektik, die Weigerung aus, den Widerspruch zu denken. Dieses Hin- und Hergeworfensein zwischen den unvermittelten Extremen mag ein generelles Problem undialektischer Erkenntnistheorie sein, aber gegen ihre Denkunmöglichkeit verhärtet Lenin seine einseitigen Behauptungen zu Dogmen, für die unbedingt Partei zu ergreifen sei. Und so beharrt dann Lenin auf der Determination des theoretischen Erkennens durch die materielle Außenwelt gegen die von ihm selbst eingeräumte Möglichkeit der Täuschung. Und so beharrt er andererseits auch auf der Freiheit in der Praxis, auf einer absolut radikalen Freiheit in der Praxis, ohne zu bemerken, dass diese durch sein Widerspiegelungstheorem tangiert ist. Indem die Determination im Erkennen und die Freiheit in der Praxis bei Lenin unvermittelt nebeneinander stehen, beschränken sie einander nicht, so können sie sich verselbstständigen und zur Absolutheit steigern. Also das ist jetzt in gewissermaßen schon ein Ausblick, das werde ich versuchen später einzuholen. Also erstens die Determination im Erkennen. Die Behauptung der Absolutheit der relativen Wahrheit impliziert, dass diejenigen Individuen, die von den Lenin als wahrgesetzten Positionen abweichen, keiner Täuschung unterliegen, sondern böswillig lügen müssen. Also ich meine, wenn man jetzt das ganz genau nimmt, dann dürften sie nach Lenin auch überhaupt nichts Falsches sagen können, weil sie ja bloß widerspiegeln können. Aber indem er dann irgendwie bemerkt, naja, es gibt schon Leute, die sagen was anderes als das, was ich sage, was ja die Wahrheit schlechthin ist, kann man das dann logischerweise nur noch mit der Lüge erklären. Also vor diesem Hintergrund wird dann auch vielleicht die unbändige Wut erklärbar, die aus den ausgedehnten Schimpftiraden Lenins gegen vermeintliche Opportunisten, Renegaten und so weiter spricht. Diese Schimpftiraden machen wirklich den allergrößten Teil des leninschen Werkes aus. Also mein Liebling dabei ist übrigens, dass er, also in einer Schrift nennt er Kautsky ein Zitat, Lakaien der Bourgeoisie, den die Kapitalisten in Sold genommen haben, damit er die Arbeiterrevolution verrate. Gut, die uneingeschränkte Freiheit der Praxis, die behauptet er einerseits dann, für Monopolkapitalisten und andererseits für Revolutionärinnen.
Das heißt, er behauptet nicht nur eine Freiheit des Willens, wie ich das vorhin angesprochen habe, sondern auch der Verwirklichung dieses Willens. Hindernis der Revolution sind bei Lenin nicht gesellschaftliche Verhältnisse, die sich gegen die Einzelnen verselbstständigen, sondern Hindernis sind personal Herrschende mit bösem Willen. Das sind diese personal Herrschenden, die setzen ihren Willen gewaltsam durch, die haben dann zu ihrer Seite die eben schon genannten intellektuellen Lakaien, die sie durch ihre sozusagen mutwillig gestreuten Lügen unterstützen. Und ich würde sagen, genau an dieser Stelle gibt's im Leninschen Werk einen Zug zum Terror, der wird in der Tat nahegelegt. Eben die unverstandene Realität zu exorzieren an den einzelnen Personen, die dann als Gegner da ausgemacht werden. Weil Lenin, wie ich später zeigen möchte, zudem die gesellschaftlichen Bedingungen des Handelns einerseits und das Handeln der Gesellschaft... Moment. Weil Lenin, wie ich später zeigen möchte, zudem die gesellschaftlichen Bedingungen des Handelns einerseits und das Handeln der gesellschaftlichen Subjekte andererseits auseinanderreißt, kann er paradoxerweise zugleich einen Geschichtsdeterminismus vertreten. Also einerseits sozusagen Revolutionären können unbeschränkt irgendwie und Monopolkapitalisten haben eine uneingeschränkte Freiheit der Praxis und andererseits Geschichtsdeterminismus. Geht nicht zusammen, macht aber nichts. Also von seinen theoretischen Voraussetzungen her ist Lenin auch dazu gezwungen, einen Geschichtsdeterminismus anzunehmen, denn denkt man Geschichte und Gesellschaft als unabhängig vom Bewusstsein existieren, dann kann man sie nicht als Produkte der Menschen begreifen. Und dann kann ihre Revolutionierung auch nicht mehr aus dem Entschluss der Leute dazu, Revolution zu machen, resultieren. Beharrt man jetzt aber doch darauf und zu Recht darauf, dass die kapitalistischen Verhältnisse umgeworfen gehören, dann muss man vor diesem Hintergrund annehmen, die geschichtliche Bewegung gebiert die befreite Gesellschaft aus sich selbst heraus und unabhängig davon, was die Individuen sich denken und was sie sich zu tun entscheiden. Lenin hat ja recht, wenn er die Geschichte als blinden Prozess beschreibt. Und er hat auch recht, wenn er auf der Freiheit in der Praxis beharrt. Aber die fatalen Konsequenzen, die er zieht, in theoretischer und praktischer Weise, zu denen kommt er dadurch, dass er beide Seiten nicht miteinander vermittelt, dass er eben gerade nicht dialektisch denkt, entgegen seinem Bekunden. So, weiter zu einer anderen Fragestellung. Also das Zweite, als Zweites möchte ich mich, das ist jetzt so ein kleiner Exkurs, da können es die Leute, die mit der Kritik der politischen Ökonomie von Marx gar nicht vertraut, so ein bisschen abschalten oder so. Das geht also zumindest so, das erste Kapitel sollte man kennen, darauf werde ich mich jetzt beziehen. Also den Gegenstand von dieser Schrift, vom Kapital, bestimmt Lenin als, Zitat, die Produktionsverhältnisse der gegebenen historisch bestimmten Gesellschaft in ihrer Entstehung, ihrer Entwicklung und ihrem Zerfall oder Verfall. Das heißt also, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfasst dieses Buch. Auch die Zukunft ist ein prophetisches Buch. Und dagegen, das ist erstmal nur ein Indiz und noch kein Argument. Ein Zitat von Marx. Er schreibt in den Grundrissen, oder besser gesagt in der Einleitung zu den Grundrissen. Es wäre untubar und falsch, die ökonomischen Kategorien in der Folge aufeinanderfolgen zu lassen, in der sie historisch die Bestimmenden waren. Vielmehr ist ihre Reihenfolge bestimmt durch die Beziehung, die sie in der modernen bürgerlichen Gesellschaft aufeinander haben und die gerade umgekehrt von dem ist, was als ihre naturgemäß erscheint oder der Reihe der historischen Entwicklung entspricht. Es handelt sich nicht um das Verhältnis, das die ökonomischen Verhältnisse in der Aufeinanderfolge verschiedener Gesellschaftsformen historisch einnehmen, noch weniger um ihre Reihenfolge in der Idee, sondern um ihre Gliederung innerhalb der modernen bürgerlichen Gesellschaft. Achso, das ist Zitat 4, ich weiß nicht, ob ich es gerade gesagt habe. Also es ist ja jetzt tatsächlich, also wenn man so eine Widerspiegelungstheorie vertritt, wie Lenin das macht, dann ist es auch folgerichtig, die gedankliche Bewegung bloß als Reflex der historischen Entwicklung zu nehmen. Und die habe ich ja nun schon versucht, immerhin zu kritisieren. Und dann fällt Lenin auch noch darauf hinein, dass eben Denken immer in der Zeit stattfindet. Dass also, wenn man versucht, nun etwas
in der Wirklichkeit Gleichzeitiges darzustellen, man gezwungen ist, also nicht nur denken, sondern auch sprechen oder lesen dann, also auch das Aufschreiben des Textes, das Lesen des Textes findet alles in der Zeit statt. Man ist also gezwungen, das als nacheinander darzustellen, was tatsächlich kein zeitliches Nacheinander ist. Wenn man das jetzt so macht wie Lenin, also wenn man das Kapital historisch auffasst, ich möchte das jetzt an einem Beispiel demonstrieren, in was für Probleme man dann kommt. Also wenn man jetzt etwa, wie gesagt, jetzt hier der Teil mit dem ersten Kapitel, das sollte man erkennen. Also wenn Lenin fasst die Wertformanalyse im ersten Kapitel des Kapitals auf als, Zitat, Untersuchung des historischen Prozesses der Entwicklung des Austauschs. So, also der Begriff des Kapitals wird erst 3 Kapitel später, im 4. Kapitel eingeführt. Demnach muss diese Genesis der Geldform, wie Marx sie in der Wertformanalyse darstellt, als historischer Prozess noch in vorkapitalistischer Zeit stattgefunden haben. Also nochmal, ne, er deutet, das ist historische Entwicklung, die Abfolge der Kategorien. Und das kann er nun deshalb nicht sein, weil hier allemal die Bestimmtheit der Wertsubstanz vorausgesetzt ist, als erstens abstrakt menschlicher Arbeit und als zweitens gesellschaftlich notwendiger Arbeit. Und beide Bestimmungen setzen bereits die kapitalistische Produktionsweise voraus. Also erstens abstrakt menschliche Arbeit, wenn man jetzt nicht nur als gedankliche Abstraktion meint, und so meint es Marx an der Stelle nicht, sondern als Realabstraktion, dann setzt das eine Gesellschaft voraus, worin, das ist jetzt wieder ein Marx-Zitat aus den Grundrissen wieder, worin die Individuen mit Leichtigkeit aus einer Arbeit in die andere übergehen und die bestimmte Art der Arbeit ihnen zufällig daher gleichgültig ist. Das heißt, es setzt eine Gesellschaft voraus, in der es gesellschaftliche Arbeitsteilung gibt und in der die unmittelbar Produzierenden von ihren Produktionsmitteln getrennt sind. Zusätzlich setzt gesellschaftlich notwendige Arbeit als Verausgabung einer gesellschaftlichen Durchschnittsarbeitskraft die Konkurrenz voraus, denn erst durch deren Bewegung kann sich überhaupt sowas wie ein gesellschaftlicher Durchschnitt bilden. So, und weil der Punkt mit der Konkurrenz nachher noch wichtig werden wird. Der Wert ist nicht unmittelbar sinnlich gegeben. Marx betont vielmehr, dass der Tauschwert die Erscheinungsform des Wertes sei. Und dieser Tauschwert wird dann in der Wertformanalyse am Ende des ersten Kapitels näher bestimmt zu Geldform und Preis. Die Bewegung der Preise, die muss nun in einem inneren Zusammenhang mit der Wertgröße stehen. Denn sonst erscheint der Wert nicht und sonst ist er also nicht wirklich als eine wirkende Ursache hinter den Erscheinungen. Diesen Zusammenhang zwischen Wertgröße und Preis stellt erst die Konkurrenz her. Und ich möchte jetzt davon absehen, wie jetzt genau das funktioniert. Es ist nicht ganz so, dass jetzt der Preis sozusagen so um die Wertgröße oszilliert, dass der Durchschnitt der Preise dann die Wertgröße ergibt. Aber das mal außen vor. Aber in irgendeiner Form muss die Wertgröße, also das ist dann Gegenstand des dritten Bandes, aber in irgendeiner Form muss die Wertgröße den Preis bestimmen. Hier ist also festzuhalten, die Wertgröße der wahren Arbeitskraft stellt sich nur vermittelt her bei den Preis und damit unter Voraussetzung der Konkurrenz. Auf den Zusammenhang von Wertpreis und Konkurrenz werde ich ihm später nochmal zurückkommen, deshalb auch die Ausführlichkeit dieses Exkurses. Also Lenins historisierende Lesart ermöglicht es ihm, das Kapital von Marx als Beschreibung einer historischen Entwicklung zu lesen. Damit scheint eben auch der Gültigkeitsbereich dieses Werkes beschränkt zu sein auf die Frühphase des Kapitalismus zu Marx' Lebzeiten. Also er kann dann natürlich nur so weit über den Kapitalismus schreiben, wie er selber gelebt hat. Und dann kann eben Lenin das als Rechtfertigung benutzen, um dann zu sagen, na klar, dann können wir doch hinten noch was dran klatschen, es ist ja jetzt eine neue Zeit und das muss weitergeschrieben werden. Und die wichtigste zu ergänzende historische Entwicklung, die er dann da eben hinten dran klatschen möchte, das ist nach Lenin eine zugespitzte Tendenz zum Monopol. Damit sind wir beim dritten Punkt, Lenins Monopolkapitalismus-Theorie. Also Lenins Imperialismus-Theorie umfasst jetzt noch mehr als diese Monopolkapitalismus-Kiste, aber ich möchte den Rest da jetzt eher mal außen vor lassen. So, das hat zum einen den pragmatischen Grund, dass ich die zwischenstaatlichen Verhältnisse und damit verbunden Lenins Begriff der Nation aus diesem Vortrag gerne ausklammern möchte, einfach damit wir so rankommen. Diese Schwerpunktsetzung ist aber auch durch Lenins eigene Einschätzung gerechtfertigt, der für den Fall festhält, dass eine möglichst kurze Definition des Imperialismus verlangt würde, dass der Imperialismus das monopolistische Stadium des Kapitalismus ist.
Also, so, und jetzt ist ja die Frage, wie verhalten sich jetzt Monopol und Konkurrenz zueinander? Da gibt es jetzt widersprüchliche Aussagen von Lenin. Einerseits schreibt er, beseitigen die Monopole nicht die freie Konkurrenz, aus der sie erwachsen, sondern bestehen über und neben ihr. Andererseits geht er davon aus, dass der Kapitalismus in ein qualitativ neues monopolistisches Stadium übergegangen sei, in dem der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse eben durch persönliche Herrschaft abgelöst worden wäre. Das äußert sich dann in Zitaten wie diesen. Deutschland wird von höchstens 300 Kapitalmagnaten regiert und ihre Zahl wird stetig geringer. In diesem Sinne müsste die Überwindung der freien Konkurrenz bei Lenin als eine dauerhafte Außerkraftsetzung der Konkurrenz überhaupt begriffen werden. Und die erste Variante, also man wird sehen, die zweite Variante, die benutzt er eigentlich dann, um sein politisches Programm zu rechtfertigen. Deshalb werde ich mich vor allem auch mit der beschäftigen. Die erste Variante könnte er dazu überhaupt nicht heranziehen. Also jetzt diese Variante, Monopol statt Konkurrenz. Ja, also sozusagen, wir sind in einem Stadium, da gibt es keine Konkurrenz mehr, sondern nur noch die Herrschaft der Monopole. Ja. Kannst du die Zitatstelle sagen, in der gesagt wird, dass der stumme Zwang der Verhältnisse abgelöst worden sei von einer persönlichen Herrschaft einer überschaubaren Zahl herrschender Familien oder Firmen? Wo steht das? Also meines Erachtens geht das unter anderem, das war meine Zusammenfassung, es steht jetzt nicht, sozusagen Lenin würde das natürlich nicht so formulieren, es war meine polemische Zuspitzung, aber unter anderem würde ich sagen, geht das aus diesem Zitat hervor, was ich gerade vorgelesen habe. Können wir nachher drüber diskutieren, genau. Gerne. Aber eben, wo es eben heißt, dass Deutschland von 300 Kapitalmagnaten regiert wird. Ja, so. Genau, wo steht Muss selber nochmal nachschauen, kannst du mich nachher nochmal fragen, dann kann ich das in den Quellen mir zusammensuchen. Ja? Ja. Ja, es ist die, das steht in der Imperialismus-Schrift, der Imperialismus als das höchste Stadium des Kapitalismus. In meiner Ausgabe, Seite 39, das ist aber nicht diese Lenin-Werk-Ausgabe, aber gut, sei es drum, das können wir nachreden. Variante Monopol statt Konkurrenz. Also Lenins Argumentation setzt mit statistischen Angaben ein, eben in dieser Schrift, der Imperialismus heißt das höchste Stadium des Kapitalismus. Seine Argumentation setzt mit statistischen Angaben ein, die anhand des deutschen Kaiserreiches Zentralisationstendenzen, also eigentlich nicht Konzentrationstendenzen, wie er das selber schreibt, des Kapitals für die Wende vom 19. zum 20. Jahrhunderts aufzeigen. So, und aus diesen Zentralisationstendenzen folgert Lenin in seiner schneidigen Art: Einige 10.000 Großbetriebe sind alles, Millionen von Kleinbetrieben sind nichts. Bereits hier darf man zum ersten Mal stutzig werden. Eine Nationalökonomie mit einigen 10.000 Großbetrieben und Millionen von Kleinbetrieben soll ein Paradebeispiel des Monopolkapitalismus sein. Noch deutlicher wird die Diskrepanz zwischen Lenins empirischen Angaben und seinen weitreichenden Schlüssen anhand der USA, wo Lenin schreibt. Das ist das Zitat Nummer 5. Das ist ein bisschen länger. Ich möchte daran gerne ein bisschen versuchen zu demonstrieren, wie sich Lenin Glaubwürdigkeit oder Plausibilität erschleicht für diese These. Also, fast die Hälfte der Gesamtproduktion aller Betriebe des Landes liegt in den Händen eines Hundertstels der Gesamtzahl der Betriebe. Und diese 3000 Riesenbetriebe umfassen 258 Industriezweige. Daraus erhält das die Konzentration auf einer bestimmten Stufe ihrer Entwicklung sozusagen von selbst dicht an das Monopol heranführt. In einigen Dutzend Riesenbetrieben fällt es leicht, sich untereinander zu verständigen, während andererseits gerade durch das Riesenausmaß der Betriebe die Konkurrenz erschwert und die Tendenz zum Monopol erzeugt wird. Diese Verwandlung der Konkurrenz in das Monopol ist eine der wichtigsten Erscheinungen, wenn nicht die wichtigste, in der Ökonomik des modernen Kapitalismus, und wir müssen daher ausführlicher darauf eingehen. Also, noch einmal. 3000 sogenannte Riesenbetriebe verteilen sich auf 258 Industriezweige. Das heißt im Durchschnitt 12 Betriebe pro Industriezweig. Um ein mögliches Missverständnis zu beseitigen, betont Lenin zudem, dass es nicht in allen Industriezweigen Großbetriebe gibt und dass eine Reihe von Unternehmen mehrere Industriezweige in sich vereinigen. Das heißt, die Zahl der Riesenbetriebe pro Industriezweig ist noch höher anzusetzen. So kommt er dann in dem Zitat dann wohl auch auf seine einige Dutzend Riesenbetriebe pro Industriezweig. Also und jetzt einige Dutzend Riesenbetriebe, die durchschnittlich fast die Hälfte, also weniger als die Hälfte der Gesamtproduktion in ihren Händen halten, das sind ja nun nicht mitnichten Monopole. Also anhand des Zitates lässt sich schön eben zeigen, wie ich gerade sagte, wie
Leni-Plausibilität erschleicht. Er zeigt also bloß eine Zentralisationstendenz auf und bloß für 5 Jahre, zwischen 1905 und 1909. Diese Tendenz deutet er dann in einem gewagten Sprung zum nahe Heranführen an das Monopol aus, und zwar setzt später plötzlich die Rede von der Verwandlung der Konkurrenz in das Monopol. Noch etwas ist hier bemerkenswert, sozusagen von selbst führt die Konzentration an das Monopol heran, indem Absprachen zwischen den Riesenbetrieben getroffen werden. Monopole, das sind nach Lenin keine einzelnen Unternehmen, sondern Kartelle, Syndikate und Trusts. So, was ist das jetzt, Kartelle, Syndikate, Trusts? Kartelle definiert er selber, schreibt er. Die Kartelle vereinbaren Verkaufsbedingungen, Zahlungstermine unter anderem. Sie verteilen die Absatzgebiete untereinander. Sie bestimmen die Menge der zu erzeugenden Produkte. Sie setzen die Preise fest. Sie verteilen den Profit unter die einzelnen Unternehmungen und so weiter. So, Syndikate setzen noch eine Stufe drauf. Also um die Umgehung der Kartellpflicht zu unterbinden, gaben sich manche Kartelle die Form von Syndikaten, und das hieß eben, dass sie gemeinsame Verkaufsstellen hatten. Und drittens, Trusts, das wären dann Unternehmenszusammenschlüsse, bei denen die einzelnen Unternehmen ihre Selbstständigkeit aufgeben. Aber Lenin muss zugeben, Zitat, Deutschland kennt keine Trusts, sondern nur Kartelle. Und auch die Unterart der Syndikate wird erwähnt, also sozusagen nur Kartelle und Syndikate. Und es ist aber so, dass Lenin sich ganz zentral in seiner Argumentation stützt, eben auf statistische Angaben aus dem Deutschen Kaiserreich. Das ist eigentlich seine Hauptbasis für die Argumentation. So, wenn sich Kartelle jetzt die Form von Syndikaten geben, wenn man überhaupt auf diese Idee kommen kann, dann ist das bereits ein Hinweis, oder nicht nur auf die Idee kommen kann, sondern wenn das historisch passiert ist, dann ist das ein Hinweis darauf, dass die einzelnen Kartellmitglieder gezwungen werden müssen, sich an Absprachen zu halten. Also außerdem führt ja Lenin auch selber noch eine Reihe von Maßnahmen an, mit denen sich die Kartelle die nicht kartellierte Konkurrenz vom Leibe zu halten versuchen. Neben den bereits genannten Absprachen ist das etwa Vereinbarung zwischen Kapitalisten und Arbeiterverbänden derart, dass die Arbeiter nur in kartellierten Betrieben arbeiten dürfen, oder Verträge mit Abnehmern, wonach diese ausschließlich mit kartellierten Firmen Geschäftsverbindungen haben dürfen und so weiter. Oder aber auch das vorübergehende Senken der Produktpreise unter die Investitionskosten. Also es gibt einerseits Zwangsmaßnahmen nach innen, es gibt andererseits Abwehrmaßnahmen nach außen, und das macht deutlich, Kartelle sind ein Mittel der Konkurrenz und keinesfalls ihr Ende. Die Konkurrenz wirkt ja, und deshalb muss man permanent diese Mittel einsetzen, um das irgendwie unter Kontrolle zu halten. So, dann beschreibt Lenin wiederum den Zentralisationsgrad auch der Banken im Deutschen Kaiserreich anhand von Statistiken, kommt zu dem Ergebnis, die kleinen Banken sind durch die Großbanken verdrängt, von denen allein 9 fast die Hälfte aller Einlagen bei sich konzentrieren. Für die folgenden Jahre profitiert er die Bildung eines Banktrusts. Zieht wiederum den Kurzschluss, das letzte Wort in der Entwicklung des Bankwesens ist immer wieder das Monopol. So, also aus der Beobachtung, dass Banker in Aufsichtsräten von anderen Unternehmen sitzen und andere Unternehmer in den Aufsichtsräten der Banken, macht Lenin dann die Personalunion der Banken mit den größten Industrie- und Handelsunternehmungen. Und dann gibt es überhaupt eine Argumentationslücke, und dann schließt er von der vermeintlichen Personalunion und wechselseitigem Aktienbesitz auf beiderseitige Verschmelzung. Und dagegen muss man halten, Kungeln ist eben wiederum ein Mittel der Konkurrenz. Das kann man eventuell veranschaulichen an den Gebaren linker Gruppen untereinander oder so. Also nachdem sich nun Lenin sein Finanzkapital gebastelt hat, will er den Banken gerne die Übermacht im Block zuweisen. Und das geht so. Die Banken führen das Konto Kurrent für die Industrie- und Handelsunternehmung. Also Konto Kurrent heißt, die verrechnen Ein- und Ausgänge so miteinander, dass das im Buch repräsentierte Geld nicht immer tatsächlich rumtransportiert werden muss. Darüber bekommen sie einen Überblick über die finanzielle Lage der Unternehmen und können sie nach Lenin deshalb mit ihrer Kreditpolitik erpressen. Und jetzt gibt aber Lenin mit der Erpressungshypothese zu, dass die Banken und die Industrie- und Handelsunternehmen doch nicht zu einem Block zusammengeschmolzen ist. Und das geht auch allein deshalb nicht so richtig gut, weil es ja mehrere Banken gibt. Das Argument lässt sich dann nach Bedarf auch umdrehen. Die Banken sind auf die Einlagen der Unternehmen angewiesen, letztere können erstere deshalb erpressen. Dann stellt Lenin noch fest, dass es zuweilen auch Parlamentsabgeordnete oder Verwaltungsbeamte in Aufsichtsräten von Banken gibt. Und dann ist für ihn perfekt die Herrschaft der Finanzoligarchie
wo es um die Aufteilung der Welt geht, verwendet Lenin daher Finanzkapital und Staat gerne als Synonyme. Stellt man noch in Rechnung, dass Lenin Konkurrenz gerne mit Planlosigkeit übersetzt und dass deren Ersetzung durch den Plan schon für, dass er diese Ersetzung der Planlosigkeit durch den Plan schon für ein sozialistisches Programm hält, dann ist klar, der Imperialismus ist ein Übergangskapitalismus. Man muss nur noch die Schaltstellen besetzen. Unterscheidet er auch zwischen Oligopolen und Monopolen? Nein. Also, so, um das jetzt nochmal begrifflich ein bisschen einzuholen. Also, einerseits sagt er an einer Stelle, das Monopol ist der direkte Gegensatz zur freien Konkurrenz. Genau, da, das wäre zum Beispiel so eine Stelle, weil das vorhin die Frage war. Das Monopol ist der direkte Gegensatz zur freien Konkurrenz. Das ist jetzt erstmal eine negative Bestimmung der freien Konkurrenz. Mit Marx muss man jetzt sagen, wiederum Zitat aus dem Grundrissen, sie muss aber doch auch etwas für sich sein, da bloß null eine leere Negation ist. Also was ist jetzt die positive Bestimmung der Konkurrenz? Mit Marx müsste man wiederum sagen, begrifflich ist die Konkurrenz nichts als die innere Tendenz, als äußere Notwendigkeit. Nichts weiter, als dass die vielen Kapitalien die immanenten Bestimmungen des Kapitals einander aufzwingen und sich selbst aufzwingen. Also die Konkurrenz erzeugt keinesfalls die Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise, aber sie exekutiert sie. Ein Kapitalismus ohne Konkurrenz, das würde bedeuten, wenn man sich das sozusagen so denkt, dass die Welt der Gesetze und die Welt der Erscheinungen auseinanderfällt. Jedes Bindeglied zwischen ihnen ist gekappt. Und dann sind wir wieder bei der Einebnung von dem, was dann Lenin Erscheinungen und Dinge an sich nennt und so weiter. Dann gäbe es Gesetze, die nicht wirken. Und das sind überhaupt keine Gesetze. Also wie bereits im ersten Teil des Vortrags angesprochen, bei Lenin ist keine Vermittlung möglich zwischen Willensfreiheit und Einschränkung der Praxis durch die gesellschaftlichen Bedingungen. Damit wird einerseits die Handlungsfähigkeit der Subjekte verabsolutiert und andererseits zugleich die kapitalistische Gesellschaft in ihrer historischen Entwicklung zum absolut selbsttätigen Automaten vergottet. Die Herrschaft der Monopolkapitalisten wird zum direkten Durchgriff ihrer Willen auf die Gesellschaft, zugleich soll es sich um einen Kapitalismus handeln, der ökonomischen Gesetzen unterworfen ist. Auch revolutionstheoretisch hat die Auseinanderreißung von praktischer Freiheit und den gesellschaftlichen Bedingungen problematische Konsequenzen. Lenin behauptet, Zitat, das ist die Nummer 6. Oder 7. Nein, 6. Lenin behauptet, Zitat, dass privatwirtschaftliche und Privateigentumsverhältnisse eine Hülle darstellen, die dem Inhalt bereits nicht mehr entspricht und die daher unvermeidlich in Fäulnis übergehen muss, wenn ihre Beseitigung künstlich verzögert wird. Eine Hülle, die sich zwar verhältnismäßig lange in diesem Fäulniszustand halten kann, die aber dennoch unvermeidlich beseitigt werden wird. Also jetzt, das führt ja wirklich zu paradoxen Konsequenzen. Es soll etwas herbeigeführt werden, was unvermeidlich kommen wird. Also mit der Sicherheit einer Naturnotwendigkeit. Offen ist dann nur der Zeitpunkt, ja. Also man könnte immer noch sagen, vielleicht geht es darum, das zu beschleunigen, was unvermeidlich kommen wird oder so. Also mit Marx müsste man sagen, keine Kategorie der bürgerlichen Ökonomie, auch nicht die erste, zum Beispiel die Bestimmung des Werts, wird erst wirklich anders als durch die freie Konkurrenz, das heißt durch den wirklichen Prozess des Kapitals, das Wechselwirken der Kapitalien aufeinander erscheint und alle anderen vom Kapital bestimmten Produktions- und Verkehrsverhältnisse. Ich habe vorhin schon mal festgehalten, der Tauschwert, das ist die Erscheinungsform des Werts. Der Tauschwert ist entfaltet in Geldform und Preis. Und der Preis ist in irgendeiner Form durch die Wertgröße bestimmt, aber nur vermittelt über die Bewegungen der Konkurrenz. Herrschen jetzt Lenins Monopolkapitalisten als Finanzkönige, so könnten sie die Preise relativ beliebig festsetzen. Die Verbindung zwischen Wert und Tauschwert bzw. dann Preis wäre gekappt. Und Marx' Bestimmung, dass die Wertgröße der Ware ihre Austauschverhältnisse reguliert, wäre historisch überholt. Somit erschiene der Wert im imperialistischen Stadium nicht mehr und wäre somit nicht mehr wirklich als wirkende Ursache. Würde der Begriff des Wertes aber gegenstandslos, könnte vom Kapitalismus keine Rede mehr sein. Es wird allein schon deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, wie Marx das Kapital bestimmt, wie es unmittelbar in der Zirkulationssphäre erscheint
nämlich als den sich verwertenden Wert. Nun ist diese Bewegung der Selbstverwertung des Wertes nur möglich auf Grundlage der Mehrwertproduktion. Und damit ist schon gesetzt eine erweiterte Reproduktion des Kapitals. Also dass sozusagen nicht bloß das, was sozusagen, dass nicht nur die Ausgangsbedingungen wieder reproduziert werden, sondern auch immer auf erweiterter Stufenleiter reproduziert werden müssen, damit es jedes Mal wieder einen Mehrwert geben kann. Und ohne Wirklichkeit des Wertes kann man nur noch von einer einfachen Reproduktion der Produktionsbedingungen sprechen. Dann könnte man sagen, dass nicht mehr wertbestimmte Mehrprodukt geht, teils an den Staat und teils an die Kapitaleigentümer zwecks Privatkonsum. So, und jetzt müsste man jetzt eigentlich weitergehen, oder das werde ich auch gleich zu den Konsequenzen, die das jetzt für Lenins Staatskonzeption hat. Er baut nämlich genau auf dieser Version auf, Monopol statt Konkurrenz. Wenn man es jetzt andersrum nehmen würde, wenn man sagen würde, das ist die einzig sinnvolle Variante, wenn man sagen würde, es gibt so etwas wie eine Tendenz zu Zentralisation und das sichert dann einzelnen Unternehmen vorübergehend irgendwie einen Vorteil auf dem Markt. Dann könnte man sagen, die machen halt dann extra Profite. So. Aber dann könnte man eben nicht diese ganzen politischen Konsequenzen rechtfertigen, die halt Lenin daraus zieht. Eben unter anderem, dass es da irgendwie Personalherrschende gibt etc. pp. Und dann kann auch von der Verschmelzung von Industriebanken und Staat keine Rede sein. Ja. Also jetzt zum Staat. Also die Ausgebeuteten, das suggeriert Lenin, neigen generell zu Protest und Auflehnung und zur selbsttätigen Bewaffnung, zwecks militärischer Zuspitzung des Klassenkampfes. Deshalb macht die Spaltung in unversöhnliche Klassen den Staat notwendig als eine, Zitat, besondere Maschine zur Unterdrückung einer Klasse durch eine andere, und zwar der Mehrheit durch eine Minderheit. Diese Zweckbestimmung, so betont er, ist unabhängig von der Regierungsform, ob es sich um eine Republik handelt oder um eine Monarchie. Der bürgerliche Staat, das ist für Lenin also kein Staat des Kapitals, sondern ein Staat der Kapitalisten. In einer Vorlesung mit dem Titel Über den Staat von 1919 weist er nur noch Folgendes hin. Der Staat war immer ein bestimmter Apparat, das ist ein Zitat, der sich aus der Gesellschaft heraushob und aus einer Gruppe von Menschen bestand, die sich nur oder fast nur oder doch hauptsächlich damit beschäftigen, zu regieren. Die Menschen teilen sich in Regierte und in Spezialisten im Regieren. So, diese Spezialisten im Regieren können ja jetzt nicht unmittelbar in einer Personalunion mit den Kapitalisten sein, nach dem, was er sagt. Was bringt nun Lenin also dazu, Spezialisten im Regieren dazu, im Interesse der Kapitalisten zu handeln? So, und hier wird jetzt Lenin verschwörungstheoretisch und dunkel. Schreibt dann, der Staat sei durch tausenderlei Fäden mit der Bourgeoisie verknüpft, die bürgerlichen Parlamente seien ferngesteuert durch Börse und Bankiers, die Macht des Kapitals ist alles, die Börse ist alles, das Parlament, die Wahlen, das sind Marionettendrahtpuppen. So, eine konkrete Angabe gibt es nicht in den explizit staatstheoretischen Ausführungen, sondern, wie bereits angeführt, in der Imperialismus-Schrift. Der Staat verschmelze mit dem Kapital, weil Verwaltungspersonal und Abgeordnete in Aufsichtsräten von Unternehmen zu finden seien. In Staat und Revolution spricht Lenin in diesem Sinne auch vom Hinüberwachsen des monopolistischen Kapitalismus in den staatsmonopolistischen Kapitalismus. Man sieht, Lenin hat einen ausgeprägten Hang zur Verschwörungstheorie. Ich würde sagen, das ist eine offene Flanke in Richtung Antisemitismus. Stalin hat das entsprechend auch weiter ausformuliert, dann explizit, entgegen Lenins durchaus auch dezidierten, jetzt sozusagen, seinem eigenen Bekunden nach Anti-Antisemitismus. Also wie gesagt, es ist eine offene Flanke. Er hat gleichzeitig real politisch gegen Antisemitismus gekämpft. Gleichwohl ist sein Denken sehr wohl für antisemitisches Denken anschlussfähig. Und zweitens kann man daraus auch ersehen, ein Stück weit die Attraktivität des Leninschen Denkens. Also er fängt eben die staatsbürgerliche Empörung auf über die Gangster da oben, die immer miteinander kummeln und wo man irgendwie nicht weiß, was sie da treiben, die so korrupt sind und so weiter und so fort. Nun erwähnt Lenin aber auch etwas, was gegen seine Darstellung des bürgerlichen Staates spricht. Nämlich das öffentliche, abstrakt allgemeine Recht. Zunächst einmal gibt er zu, alle sind vor dem Gesetz gleich. Er gesteht auch die Wirklichkeit eines allgemeinen Wahlrechts zu.
Doch sogleich überdeckt er dieses Problem mit starken Worten. Vorurteile, Betrug, Heuchelei. Man sehe daran, wie verfault, verlogen und heuchlerisch der Kapitalismus ist. Die formale Gleichheit, das sei eine bloße Fassade, die der Bourgeoisie zur Tarnung ihrer Herrschaft und zum Betrug der Massen diene. In Wirklichkeit herrsche die Bourgeoisie mittels des Staates. Und dann kommen wieder lange Tiraden über Betrug und so weiter. Und jetzt kommt ein ganz besonders bemerkenswerter Satz. Die Freiheit der kapitalistischen Gesellschaft bleibt immer ungefähr die gleiche, die sie in den antiken Republiken war. Freiheit für die Sklavenhalter. Also ich würde sagen, aus diesem Satz spricht ein mangelhaftes Verständnis des Spezifischen des bürgerlichen Staates gegenüber vormodernen Zentralgewalten. Also insbesondere aus diesem Wort Lohnsklaverei zunächst mal. Denn da versteht er erstens sozusagen, ignoriert er da die Trennung von Politik und Ökonomie und zweitens die Rechtsform. Und es ist ja nun so, also tatsächlich ist es so empirisch, ja, auch die Lohnabhängigen haben die gleichen Rechte wie Vorstandschefs von DAX-Unternehmen. Das heißt auch, die Proletarisierten können ihre Rechte gegen ihre Chefs einklagen und so weiter. Sie haben ein Arbeitsrecht zur Verfügung. Das ist ja gerade der Witz. Im Kapitalismus funktioniert Herrschaft und Ausbeutung eben nicht über die sozusagen die unmittelbare Zwangsgewalt in der Regel. Dies als Drohung im Hintergrund. Aber Herrschaft und Ausbeutung funktionieren im Kapitalismus wesentlich über formale Freiheit und Gleichheit der Individuen. Und wegen Konkurrenz gibt es jetzt auch nicht diesen einheitlichen Block der Kapitalisten, die alle sozusagen ein einheitliches politisches Programm verfolgen. Man muss sich auch weiter fragen, warum ist der Staat, der bürgerliche Staat, denn funktional fürs Kapital, obwohl er dann eben nicht, wie Lenin das glaubt, bloßes Instrument der Kapitalisten ist. Dann müsste man darüber gehen, dass der Staat angewiesen ist auf Steuern und so weiter. So. Und in der Folge müsste man sich Gedanken machen auch über sowas wie eine Eigenlogik des Staates, weil der Staat durchaus auch dysfunktional handelt, fürs Profit machen. Beispiel restriktive Anwanderungspolitik, traditionelle Familienpolitik und so weiter. Jetzt komme ich zum fünften und letzten Teil, zum Eingemachten, zur Revolutionstheorie, vielleicht schon anschließend mit der Frage, wo bleibt denn jetzt die Befreiung? Also aus seinem Verständnis des bürgerlichen Staates zieht Lenin eine scheinbar radikale Konsequenz. Nämlich, dass die Arbeiterklasse die ganze Staatsmaschine zerschlagen, zerbrechen, sprengen muss. Lenin ist aber 1917 nicht zum Anarchisten geworden. Er strebt zwar als Endziel eine Gesellschaft ohne Staat und Klassen an, durchaus, aber die erste revolutionäre Aufgabe besteht ihm zufolge darin, die bürgerliche Staatsmaschine durch eine proletarische zu ersetzen. Und die soll dann sofort eben beginnen abzusterben und so weiter. Das hat er von Engels. Auch dieser proletarische Staat soll nach Lenin dann eine besondere Maschine zur Unterdrückung einer Klasse durch eine andere sein, dann eben soll die Mehrheit der Ausgebeuteten die Bourgeoisie gewaltsam niederhalten. So, und jetzt fragt man sich, was genau soll jetzt zerschlagen, zerbrochen, gesprengt werden? Also nach Staat und Revolution, eine der berühmtesten Schriften eben von Lenin, gehören zur Staatsmaschine das stehende Heer, die Polizei und das Beamtentum. Also in Staaten mit Gewaltenteilung gehört zur Staatsmaschine die Exekutive. Und irgendwie dann auch deren politische Leitung noch ein Stück weit. Das geht dann aus anderen Stellen hervor, aber definitiv nicht die Gerichtsbarkeit. Diese ganze Frage des Rechts klammert er aus. Und das ist tatsächlich auch folgerichtig, wenn der bürgerliche Staat denn keinen anderen Zweck verfolgt, als die Niederhaltung der aufmüpfigen Ausgebeuteten. Die Beamten, gesteht Lenin, werde man noch eine Weile brauchen, aber man müsse die alte Beamtenmaschinerie zerbrechen und sofort mit dem Aufbau einer neuen beginnen, die allmählich jegliches Beamtentum überflüssig macht und aufhebt. Als konkrete Maßnahmen nennt er vollkommene Wählbarkeit und Absetzbarkeit aller Amtspersonen, die Reduzierung der Gehälter aller Amtspersonen im Staat auf das Niveau des Arbeiterlohnes. Also das hat er sozusagen vom historischen Beispiel der Pariser Kommune. Die Gewaltenteilung soll aufgehoben und die parlamentarischen Vertretungskörperschaften sollen aus Schwatzbuden in arbeitende Körperschaften umgewandelt werden. Ich will jetzt nicht aussprechen, woran mich das erinnert. Konkreter nennt Lenin die Sowjets der Arbeiter und Soldaten deportierten als neue Vertretungskörperschaften.
bezweifle aber, dass das im engeren Sinne basisdemokratisch gemeint ist. Denn, das heißt in Staatenrevolution, durch die Erziehung der Arbeiterpartei erzieht der Marxismus die Avantgarde des Proletariats, die fähig ist, die Macht zu ergreifen und das ganze Volk zum Sozialismus zu führen, die neue Ordnung zu leiten und zu organisieren. Die Avantgarde. Das stehende Heer und die Polizei sollen aufgelöst und das Proletariat bewaffnet werden. Die proletarische Staatsmaschine soll aufrechterhalten werden durch die Gewalt des Proletariats gegenüber der Bourgeoisie als eine Macht, die an keine Gesetze gebunden ist. Soweit handelt es sich um eine rein politische Umgestaltung. Aber sehen wir weiter zu, was sind jetzt die ökonomischen Bedingungen dieser Übergangsgesellschaft des Sozialismus? Jetzt kommen wir zum siebten und letzten Zitat. Das ist ein Stück weit eine Paraphrase aus Marx' Kritik des Gotha-Programms. Ich würde sagen, auch Marx liegt da falsch. Und Lenin schreibt dann in Anlehnung an Marx an dieser Stelle über diese Übergangsgesellschaft. Die Produktionsmittel sind schon nicht mehr Privateigentum einzelner Personen. Die Produktionsmittel gehören der ganzen Gesellschaft. Jedes Mitglied der Gesellschaft leistet einen gewissen Teil gesellschaftlich notwendiger Arbeit und erhält von der Gesellschaft einen Schein darüber, dass es ein gewisses Quantum an Arbeit geliefert hat. Auf diesen Schein erhält es ein gewisses Quantum Produkte aus den gesellschaftlichen Vorräten an Konsumptionsmitteln. Nach Abzug des Arbeitsquantums, das für die gemeinschaftlichen Fonds bestimmt ist, erhält jeder Arbeiter also von der Gesellschaft so viel zurück, wie er ihr gegeben hat. So, das ist die Leninsche Vision jetzt, was die ökonomische Seite der Übergangsgesellschaft angeht. Also als ganz zentral erachtet er eben immer Rechnungsführung und Kontrolle, dass sozusagen diese Formulierung, die zieht sich durch alle seine Schriften, Rechnungsführung und Kontrolle, das ist ein Zitat, dass sie alle gleichermaßen arbeiten, das Maß der Arbeit richtig einhalten und gleichermaßen Lohn bekommen. Und das beinhaltet, das darf jetzt nicht überraschen, auch eine Drohung gegen sogenannte, wie er das nennt, Müßiggänger, Herrensöhnchen, Gauner und ähnliche Hüter der Tradition des Kapitalismus. Wer sich der rigiden Arbeitsdisziplin nicht beugt, der müsse mit einer so ernsthaften Bestrafung rechnen, dass für alle, Zitat, die Notwendigkeit zur Einhaltung der unkompliziertesten Grundregeln für jedes Zusammenleben von Menschen sehr bald zur Gewohnheit wird. Also die Art und Weise, wie Maloche im Kapitalismus organisiert ist, das nennt er die Grundregeln menschlichen Zusammenlebens im Grunde genommen. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann schreibt Lenin auch, denn die bewaffneten Arbeiter sind Menschen des praktischen Lebens und keine sentimentalen Intelligenzler und werden kaum mit sich spaßen lassen. Und in diesem Sinne muss man dann auch sagen, Lenin führt folgerichtigerweise die Sprache der Vernichtung im Munde. Ich habe vorhin schon mal versucht anzudeuten, ganz am Anfang, wo ich eine Tendenz zum Terror versucht habe rauszuarbeiten. Jetzt sieht man eben auch, jetzt müssen eben die nicht sozusagen sich der Arbeitsdisziplin beugen, diszipliniert werden und zum anderen halt die Bourgeoisie. Also die Bourgeoisie soll mit der Wurzel ausgerottet und vernichtet werden. Die erste Erscheinungsform der Unterdrückung der Bourgeoisie sei, Zitat, die Erschießung an Ort und Stelle. Im Verlauf des Absterbens werde diese Methode aber abgelöst durch das Gericht. Jetzt kommt eine ziemlich dichte Sammlung von Zitaten. Ich werde jetzt nicht immer Zitat, Zitat sagen, das wäre auch eine coole Performance, aber es ist eine Sache. Also, nun gelten Lenin Intellektuelle als Lakaien des Kapitals. Als Feindgruppen definiert er neben den Reichen und den Intellektuellen die Diebe, die Gauner, die Müßiggänge und die Müßiggänger und die Rowdies. Das mit den Müßiggängern finde ich besonders bemerkenswert. Ihnen gegenüber führt er, wie gesagt, die Sprache der Vernichtung im Munde. Er nennt sie Geschmeiß, eingefleischte Schmarotzer, Überbleibsel der fluchbeladenen kapitalistischen Gesellschaft, Auswurf der Menschheit, rettungslos verfaulte und verkommene Elemente, Seuche, Pest, Eiterbeule, Volksfeinde, Parasiten, Ungeziefer, schädliche Elemente, Elemente der Zersetzung. Es steht nun ihre Ausrottung und Unschädlichmachung, die Säuberung unserer Reihen an, und Gewaltanwendung, man brauche eine eiserne Hand, aber kein weichliches Gewinsel und jede Sentimentalität in dieser Hinsicht wäre das größte Verbrechen am Sozialismus. Kurz, es steht die Säuberung der russischen Erde von allem Ungeziefer. Ja. Konkrete Vorschläge sind etwa ins Gefängnis stecken, die Aushändigung gelber Pässe nach Abbüßung ihrer Freiheitsstrafe, Zitat, damit das ganze Volk sie bis zu ihrer Besserung überwache.
wenn keine Besserung in Aussicht ist, aber auch, wenn doch, heißt die Lösung immer wieder erschließen. Also um das noch einmal zusammenzufassen, die jetzt Lenins Vision für die nähere Zukunft, die Proletarisierten sollen malochen wie zuvor, nur dass sie jetzt von gewählten Parteikadern da überwacht werden. Übrigens soll auch das Taylor-System eingeführt werden, was damals eben im ehemaligen Zahnreich noch nicht der Fall war. An die Stelle der Konkurrenz soll nach einem politischen Putsch, also Taylor-System, sprich so Fließbandarbeit und so weiter, ne? An die Stelle der Konkurrenz soll nach einem politischen Putsch der eiserne Wille der Avantgarde des Proletariats treten, um die zuvor blinde Dynamik zu einer bewussten zu machen. Gesellschaftlich notwendige Arbeit soll irgendwie berechnet werden, was nicht geht. Und das erinnert tatsächlich da nicht zufällig an die Techniken moderner Unternehmensführung, wenn dann irgendwie die eigene Leistung in Statistiken gemessen wird und einem dann sozusagen die Statistik als Drohung halt so vorgelegt wird. Hier, guck mal, wie du arbeitest. Auch der Konsum soll der Rechnungsführung und Kontrolle unterworfen werden, und wer sich eben der strengen Arbeits- und Konsumdisziplin nicht beugt, wird dem Mob ausgeliefert und hat nicht einmal ein positives Recht zur Verfügung, um sich vor dessen Gewalt zu schützen. Intellektuellen droht wie allen ehemaligen Bourgeois auch kein gutes Schicksal. Und das alles soll man wollen, nur wegen des vagen Versprechens, dass der neue Gewaltapparat gesetzmäßig von selber einschlafen wird. Warum soll er das? Ja. Also bei Lenin werden wirklich die Mittel vom fernen Endzweck vollkommen abgelöst, in der falschen Annahme, das berühre die Zwecke nicht. Es ist gerade seine große Elastizität, die sich Lenin immer wieder anrechnet und die andere ihm angerechnet haben, zum Beispiel Lukács, finde ich wirklich entsetzlich, wie er ihn lobt. Und Lenin empfiehlt das auch anderen an. In den Worten: Es fehlt nur eins, damit wir dem Siege sicher und fest entgegenschreiten, nämlich, dass alle Kommunisten in allen Ländern durchweg und restlos die Notwendigkeit erkennen, in ihrer Taktik äußerst elastisch zu sein. Wir haben gerade gehört, was Elastizität heißt. Also auch der Ausblick auf die, aber nicht nur, dass sozusagen die nähere Zukunft nichts Gutes verheißt, sondern auch der Ausblick auf die sogenannte höhere Phase der kommunistischen Gesellschaft wird schal. Denn dann soll man die Disziplin so weit internalisiert haben, die Disziplin aber derselben Art von Maloche, dass einen niemand mehr dazu zwingen muss, sich dazu zuzurichten. Und das halte ich für eine Dystopie. Danke.